ist Marlene von Lahnstein. The Lost Love of Lily Rose. Lily Rose. Das war ich. Im Ernst, ich war nicht nur die Schauspielerin, die Lily Rose auf der Bühne gespielt hat. Ich war Lily. Das klingt jetzt vielleicht albern und ja, gut. Ganz im Ernst ist es auch. Aber so war ich eben. Ich dachte, wenn du ein Star werden willst, dann muss dein ganzes Leben eine Show sein. Aber wenn dein ganzes Leben eine Show ist, dann spielst du doch immer nur eine Rolle. Du bist nie du selbst. Tja, eine Zeit lang gefiel mir das auch ganz gut. Ich wusste nicht so genau, wer ich war und meine Rolle gefiel mir. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass keine Vorstellung ewig dauert. Dass jeder Vorhang irgendwann fällt und dann musst du selbst sein. Ich wusste gar nicht, wer das war. Ich selbst. Deshalb habe ich mich an alles geklammert, was mir irgendwie Halt gegeben hat. Hagen, Tristan, meine Rolle. Aber eigentlich nur aus Angst. Aus Angst davor, dass die Leute sehen könnten, dass da eigentlich gar nichts ist, wenn alles um mich herum weg ist. Und wenn mir jemand die Dinge, die mir so viel Halt gegeben haben, weggenommen hat, dann bin ich wild geworden, richtig wild. Wenn ich nur daran denke, wie wütend ich auf meine Schwester Dana war, als sie mit Hagen zusammenkam. Du hast ihn mir weggenommen. Blödsinn. Dana hat mir Hagen nicht weggenommen. Genauso wenig wie Rebecca mich Tristan weggenommen hat. Manchmal da laufen die Dinge eben einfach so. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als alles andere um mich herum weggebrochen ist. Erst da habe ich gemerkt, wer ich bin und was ich will. Ich bin nicht Lily Rose. Und ich brauche keinen schönen High-Society-Mann an meiner Seite, um mich gut zu fühlen. Und ich muss mich nicht schämen, als Frau eine Frau zu lieben. Rebecca ist meine große Liebe. Mit ihr zusammen kann ich endlich das tun, von dem ich überhaupt gar nicht wusste, wie es geht. Ich selbst sein. Für euch klingt das vielleicht banal, aber für mich ist es das absolut Größte und Wichtigste überhaupt. Und ich bin unendlich dankbar und glücklich, dass ich mit Rebecca zusammen zu mir gefunden habe. Also, goodbye, Lily Rose. Du hast deine Liebe vielleicht verloren. Aber Marlene hat sie gefunden und gibt sie nie wieder her.